Gedächtnispaläste, was ist es überhaupt? Warum soll ich damit lernen? So ein Blödsinn, das ist doch nur verschwendete Zeit, so ein Quatsch. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. In diesem Video möchte ich dir drei gute Gründe mit an die Hand geben, warum du unbedingt in deinem Studium mit Gedächtnispalästen lernen solltest. Grund 1 und Hauptargument, warum du auf jeden Fall mit Gedächtnispalästen lernen sollst und warum ich damals auch in meinem Biostudium und auch dann im Humanmedizinstudium mit Gedächtnispalästen gelernt habe, ist eben, dass du mit Gedächtnispalästen viel, viel Zeit sparen kannst, indem du alleine schon viel, viel weniger wiederholen musst. Du kennst vielleicht schon unser Lernpaket oder eines unserer Gedächtnispaläste ja auf YouTube, zum Beispiel zum Citratzyklus, zur Beta-Oxidation, zu den Aminosäuren. Schau dich einfach mal hier auf unserem Kanal um und überzeug dich mal selbst, wie gut das funktioniert. Du kennst vielleicht selbst, du lernst stupide, sitzt vielleicht vor deinem Lehrbuch da, liest es gefühlt 100-mal durch und die Sachen hängen immer noch nicht wirklich in deinem Kopf, beziehungsweise du kannst sie vielleicht gefühlt. Und in einer Woche oder bis zum Examen, bis zur nächsten Klausur, ist dann die Hälfte schon wieder vergessen. Ja, und mit den Gedächtnispalästen ist es eben so, dass du, wenn du dir zum Beispiel einen selbst gebaut hast oder eines unserer Videos im Lernpaket oder hier auf YouTube geschaut hast, dass du merken wirst, dass du viel, viel seltener wiederholen musst, weil die Sachen einfach schon viel gehirngerechter aufgearbeitet sind und mit einem Gedächtnispalast, mit Bildern und so weiter, wir uns die Sachen viel, viel einfacher und schneller abspeichern können. Deswegen, du sparst echt mit Gedächtnispalästen oder der Loki-Methode enorm viel Zeit ab dem ersten Gedächtnispalast, mit dem du lernst. Also nochmal zusammengefasst, mit Gedächtnispalästen musst du viel, viel weniger wiederholen und sparst dir da beim Lernen enorm viel Zeit. Dann noch Punkt Nummer 2. Ihr kennt es, glaube ich, alle oder du kennst es wahrscheinlich auch in deinem Studium. Wir haben enorm große Menge an Lernstoff, Lerninhalte, die wir bewältigen müssen. Und da sind Gedächtnispaläste auch optimal geeignet, denn Gedächtnispaläste sind mega, mega gut, genau dann, wenn man große Mengen an Lerninhalten auswendig lernen möchte. Ich kenne selbst aus eigener Erfahrung, eben auch aus dem Medizinstudium heraus, wo ich zig, hunderte Gedächtnispaläste selbst gebaut habe, oder auch aus dem Gedächtnissport, wo ich in kürzester Zeit mir enorm große Mengen, hunderttausende Ziffern zum Teil in 15 Minuten, in einer Stunde mir einprägen musste und das in allerkürzester Zeit und möglichst effektiv und fehlerfrei. Und eben nicht umsonst nutzen eben auch die weltbesten Gedächtnissportler Gedächtnispaläste, weil es eben auch in meinen Augen die beste, effizienteste Lerntechnik ist, um eben große Mengen an Lernstoff ja zu bewältigen. Und nicht umsonst verwenden eben Gedächtnissportler genau diese Technik. Wird es noch eine bessere oder effektivere Technik geben, dann wären Gedächtnissportler die ersten, die eben verwenden würden. So, und jetzt noch Punkt Nummer 3, Gedächtnispaläste. Wenn du vielleicht schon welche von uns angeschaut hast in unserem Lernpaket oder hier auf YouTube, wirst du gesehen haben, es kann sehr unterhaltsam machen und Spaß und Freude machen, wenn man eben mit Gedächtnispalästen lernt, weil es zum einen viel gehirngerechter ist und wir die ganzen Sachen natürlich sehr lustig und unterhaltsam verpacken, weil es natürlich dann viel merkwürdiger ist und so auch langfristiger, wie gesagt, ja dann in unserem Gehirn oder Gedächtnis abgespeichert bleibt, die ganzen Informationen. Ja, und falls du jetzt sagst, Gedächtnispaläste, damit hast du noch nie gelernt, ich verlinke dir gern mal hier oben ein paar Gedächtnispaläste, wo du hier auf YouTube angucken kannst und dich überzeugen lassen kannst, wie gut es funktioniert und wie lustig so ein Video auch wirklich sein kann. Der Klassiker ist, glaube ich, die Beta-Oxidation. Die meisten Studierenden kennen mittlerweile, die Medizin studieren, dieses Video, besonders wenn du eben Anatomie und die ganzen Nerven, Arterien und so weiter lernen möchtest. Also schau dir das Video gerne mal an. Wir haben jetzt übrigens auch drei neue Videos in unserem Lernpaket. Die Arteria popliteare, die Arteria tibialis anterior und die Arteria tibialis posterior. Falls du also Anatomie lernen musst, schau gerne mal, ob vielleicht das Lernpaket was für dich sein könnte. Ja, ich hoffe, falls du nicht eh schon von Gedächtnispalästen überzeugt gewesen bist, dass ich dich jetzt ein bisschen überzeugen konnte und dir zeigen konnte, dass Gedächtnispaläste wirklich eine Lerntechnik sein sollte, die du in deinem Studium, in deinem Lernverhalten, in deiner Lernroutine mit integrieren solltest. Und falls du jetzt noch Fragen hast zu Gedächtnispalästen, wie du dir vielleicht auch selbst welche baust und so weiter, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere gerne unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Neuen, der mit in unserer Community dabei ist. Falls du auch Themenvorschläge hast für weitere Videos, schreib es gerne auch unten in die Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und Spaß beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.